Ich bin Patrick Bär, Synchronsprecher, Mitglied der Dice Actors und der einzig wahre Patrick. Ich bin Patrick Keller, Synchronsprecher, Mitglied der Dice Actors und was Patze gerade erzählt hat, ist totaler Stuss, denn der einzig wahre Patrick bin ich. Ah, Moment, wie spielt man dieses Spiel überhaupt? Ah, perfekt. Hallo und willkommen hier bei einer besonderen Show auf dem Kanal der Dice Actors. Üblicherweise sind wir eine Gruppe Synchronschaffender, die gemeinsam Tischrollenspiele spielen. Heute dreht sich allerdings alles um diese beiden Herren hier, Patrick und Patrick. Wir küren heute, wer der beste Patrick ist und sich den Titel des ultimativen Patrick verdient hat. In maximal 5 knallharten Herausforderungen treten sie gegeneinander an. Wer zuerst 3 Spiele für sich entscheidet, gewinnt den Titel. Die wissen noch nicht, was für Spiele auf sie zukommen. Das wird alles extrem spontan. Sie haben keine Ahnung, was wir vorbereitet haben. Als erstes finden wir einmal heraus, welche Farbe euch zugewiesen wird. Dafür bekommt ihr zufällig eine von diesen Karten und haltet sie in die Kamera. Okay, Kelly ist Team Herz. Wir sind Team Herz, alle, die für Kelly da sind. Und alle, die für Patze sind, Team Patze ist Team Peak. Damit wissen wir schon mal Bescheid. Und das erste Spiel, was wir spielen werden, ist Schlammles Kartenspiel. Für Schlammles Kartenspiel bekommt ihr in eurer Farbe die folgenden Karten. Na, kommst du nicht ran. Die Karten Ass, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und König. Die habt ihr in der Hand. Habt ihr eure richtigen Farben in der Hand? Mhm. Wunderbar. Mhm. Punkt. Okay, wie gesagt, ihr habt, hört mir gut zu, Ass, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und König. Das sind insgesamt 11 Karten. Das Ass zählt als 1, ist also niedriger als die 2. Der König ist die höchste Karte und zählt höher als die 10. Das sind insgesamt 11 Karten. Jeder von euch wird gleich eine Karte verdeckt ablegen. Dann decken wir gleichzeitig auf. Die Karten werden verglichen und die höhere Karte gewinnt den Stich. Okay. Habt ihr denselben Kartenwert gelegt, dann erhält niemand einen Stich. Wer am Ende die meisten Stiche gewonnen hat, gewinnt dieses Spiel. Solltet ihr am Ende dieselbe Anzahl an Stichen haben, spielen wir nochmal. Bitte legt die Karten immer genau auf die Markierung, wie wir es eben abgesprochen haben. Habt ihr noch Fragen? Wann geht's los? Nein, ich habe tatsächlich eine Frage. Ja. Brauchen wir alle Karten? Entschuldigung. Wir legen gleichzeitig... Ihr legt sie erst verdeckt? Genau. Damit ihr euch entscheidet. Was hindert mich daran, direkt den König zu legen? Gar nichts. Das kannst du machen. Das ist gar kein Problem. Das sind 11 Karten. Ja. Ja. Ass, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und König. Aber wir spielen das so lange mit allen Karten durch, bis sie weg sind. Ja. Dadurch hat einer vielleicht am Ende mehr Stiche als der andere. Wenn du den König legst, legst du es weg für dich. Aber Patzer hat noch einen König. Klickt's jetzt? Ja, aber müsste es nicht irgendwann unentschieden stehen? Das finden wir raus. Wir finden es jetzt heraus, indem wir spielen. Erste Runde Schlammles Kartenspiel. Legt bitte eine Karte verdeckt ab. Einfach vor euch, muss noch nicht auf der Markierung sein. Das soll nur signalisieren, dass ihr eure Karte ausgewählt habt. Könnt ihr natürlich schon direkt auf die Markierung legen. Und dann decken wir auf, was ihr gewählt habt. Der erste Stich sieht wie folgt aus. Ein Ass und eine 3. Die 3 ist höher als das Ass, das heißt, Kelly bekommt diesen Stich und legt ihn dort einmal zur Seite. Das ist einer für Kelly. Wunderbar, dann legt ihr eure nächste Karte bitte ab. Das ist jetzt ein großes Problem, dies auszuwählen. Es ist ein Gedankenspiel, was hier gespielt wird. Wer legt jetzt die höhere Karte? Ist sie höher als die, die mein Gegenspieler legen wird? Das wird sich jetzt herauskristallisieren. Ihr habt abgelegt und wir zeigen den nächsten Stich, den ihr gemacht habt. Eine niedrige Karte von Patrick und eine hohe Karte von Patrick. Die 7 Herz gewinnt in diesem Fall wieder. Ein zweiter Stich für Kelly in diesem Fall. Eine Strategie wird vielleicht deutlich, aber wir werden sehen, wie es ausgehen wird. Die nächste Runde geht los. Ihr legt eure Karten ab. Ihr dürft euch zwischendurch auch gerne beleidigen, wenn ihr das wollt. Das ist völlig in Ordnung.
Ich habe die Befürchtung, dass das ein mathematisches Spiel ist. Wo es einen mathematischen Trick gibt, einen Clou, was den Patze schon durchschaut hat. Was bringt dich zu der anderen? Wie kannst du diesen Clou jetzt brechen? Das ist die Frage. Zwei Karten sind gelegt. Wir schauen, wer gewonnen hat. Herz oder Pik? Gewonnen hat Herz in diesem Falle. Ein weiterer Punkt für Kelly, der sehr misstrauisch guckt. Das gefällt mir nicht. Es ist erst das erste Spiel. Du hast noch weitere Spiele, falls du verlieren solltest. Vielleicht schaffst du es ja auch noch, ihn unentschieden zu spielen, wenn du meinst, dass es schwierig wird. Leg die nächste Karte ab, die ihr geplant habt. Vielleicht gewinnst du auch noch, ich weiß es nicht. Nur zum Verständnis, ich bin gerade am Gewinn. Ja. Ja. Du hast schon 3 Stiche gewonnen, von 11. Machen wir weiter. Karten ablegen, bitte. Eine schnelle Erscheinung von Patrick Patze. Bär. Sein erstes Spiel in dieser Serie. Zweite Karte ist abgelegt. Wir schauen, ob Herz oder Pik gewonnen hat. In diesem Falle vermute ich nichts, denn ich sehe, Pik hat gewonnen. Der erste Stich für Patrick Patze. Ihr dürft applaudieren. Und die nächste Karte wird ausgewählt. Wir brauchen eigentlich 2 Kommentatoren, Sportkommentatoren, die dann noch nebenher sich... Ja, das war eine Änderung der Strategie jetzt. Die könnte den Gegenspieler komplett aus der Fassung bringen in diesem Moment. Sie denken beide weiter noch nach. Es könnte aber auch eine Finte sein, falls Patze schon genau weiß, was er spielen will. Und die Mindgames, die hier laufen, die sind wirklich deutlich. Die Konzentration ist hoch. Legt jetzt bitte eine Karte. Ihr sollt nicht zu lange, bitte. Ich werde sonst einen Timer aktivieren. Ist dir aufgefallen, dass es gar keine Dame gibt? Ich leg sie trotzdem. Die Entscheidung ist gefallen. Deckt bitte den nächsten Stich auf. Der König ist sehr hoch. Herz gewinnt diesen Stich. Das ist der 4. Stich für Kelly. Jetzt ruhig die andere Karte auch noch. Der 4. Stich für Kelle. Für Kelle. Kelle Richter. Kelle Richter. Kelle Richter. Dürfen wir wetten, wer gewinnt? Nee. Also dürft ihr gerne, aber dann macht das in einem Text-Chat. Entschuldigung. Und wenn ich richtig sehe, hat Patze bisher nur einen Stich. Korrekt? Gut. Ich hatte nämlich aus Versehen 2 aufgeschrieben und dachte, was ist hier los? Ist richtig, 2. Wunderbar. Weil es sind ja auch 2 Karten. Ja, dann legt euch bitte die nächste Karte auf den Tisch. Ich sehe einen durchbrechenden Blick von Kelly, der versucht, in das Gehirn von Patze hereinzuschauen. Tipp mal auf einen. Die hätte ich nicht genommen. Er nimmt eine ganz andere. Das war wirklich ein richtig harte Finte. Kelly nimmt trotzdem die er in der Hand hatte. Dann deckt bitte auf. Ein Ass. Das heißt, Pik gewinnt mit dem König. Das war ein sehr großer Sprung. Gut gespielt von Kelly in diesem Fall. Sehr gut ausgewählt. Und es steht 4-2, wenn meine Berechnungen mich nicht täuschen. 6 Stiche sind nötig, um zu gewinnen. Das heißt, Kelly braucht noch 2. Wählt eure Karten weise aus, aber macht es bald. Die Wahl wird einfacher, denn ihr habt noch nicht mehr so viele auf der Hand. Tja. Welche wird das sein? Das sieht nach einer guten aus. Und das auch. Wir schauen, ob diese Wahl weise war. Legt bitte die Karten auf die richtige Seite. Die 9 ist deutlich höher als die 2. Das ist ein Stich für Pik für Patze. Wie ich bereits sagte, die Karten werden weniger, die Entscheidungen werden einfacher oder vielleicht schwieriger. Das hängt davon ab, was schon alles gelegt wurde. Und jetzt sehen wir in ihren Gesichtern, dass sie überlegen, welche sind schon gespielt worden, welche hat mein Gegenspieler noch auf der Hand, welche muss ich spielen.
Herz hat sich bereits entschieden. Patze ist sich nicht sicher, ob das die richtige Karte ist, die Kelly gelegt hat. Welche wird er selber legen? Er wählt diese aus. Dann deckt bitte auf. Wessen Stich wird es werden? Die 8. Pik ist höher als die Herz 4. Das heißt, es steht, wenn ich mich nicht recht täusche, Gleichstand. 4 zu 4. Der Vorsprung von Kelly hat sich dezimiert. Wählt eine weitere Karte aus. Es sind noch 3 zur Auswahl. Ihr müsst 2 Stiche gewinnen. Ich merke, die beiden sind extrem ernst. Nach dem Spiel werde ich noch ein Gespräch mit den beiden haben, dass sie sich auch an dem Unterhaltungsformat dieser Show mehr beteiligen müssen. Die Karten sind gelegt. Wir hören uns an, schauen uns an, Entschuldigung, was wir dort gelegt haben. Deckt auf! Der nächste Stich geht an. Eine 10 ist sehr hoch gegen die 4. Das ist ein Stich für Kelly. Und der 5. Matchball für Kelly. Er muss nur noch einen Stich gewinnen. Hat er das Spiel schon in der Hand? Hat er noch genug Karten, die höher sind? Oder ist es vielleicht schon entschieden? Was ist da? 2 Karten zur Auswahl. Die Entscheidung ist gefährlich und schwierig. Wer zuerst entscheidet, ist eigentlich irrelevant, da ihr nicht wisst, was der andere legen wird. Oh, eine bedeutende Entscheidung. Kelly lässt den Zufall entscheiden und damit seinen Gegenspieler, der nicht weiß, was gerade gelegt wurde, und die Karten liegen. Ist es ein Stich für Patze und es kommt auf den letzten an, oder wird es einer für Kelly? Wir sehen es, wenn ihr jetzt umdreht. Du zuerst. 7 Pik gegen 6 Herz. Das heißt, wir sind auf der letzten Karte. Ihr müsst nicht mehr überlegen, ihr könnt sie direkt hinlegen. Ist das noch eine 3? Nee. Zwar gleichzeitig aufdecken, bitte. Zack! Die 8 Herz gewinnt und Kelly damit das erste Spiel! Yeah! Woo. Wunderbar, sehr gut gespielt. Ihr dürft die Karten jetzt wieder auseinandersortieren. Oh. Nein, die werden gemischt, das ist gar kein Problem. Möchtet ihr das kommentieren, das Spiel? Gut gespielt. ebenso. Du hast mich am Anfang ganz schön aus der Fassung gebracht. Ja. Weil ich dachte, das wäre gar kein Spiel, sondern es gibt ja diese mathematischen Phänomene, was ja auch Magier häufig benutzen, um Leute dazu zu bringen, zu denken, man hätte eine bestimmte Auswahl gedacht. Und dann dachte ich so, da steckt ein System dahinter. Irgendwie, er hätte es schon durchschaut und am Ende bleibt mir gar nichts anderes übrig, als zu verlieren. Aber dann habe ich einfach den Spieß umgedreht und genau dasselbe gemacht. Und dann habe ich aber irgendwann gerechnet, weil ich dann dachte, ich bin schon so und so viele Punkte im Vorteil. Und er hat die ganzen Kleinen am Anfang verspielt. Wenn ich jetzt so in die Mitte peile und damit schlage, bleiben mir die Hohen am Ende übrig. Und du hast dann die Hohen sehr schnell verspielt, als ich den Spieß umgedreht habe. Ich sehe, Patze muss das runterschlucken, dass er das verloren hat. Aber du kannst dich wieder freikämpfen im nächsten Spiel, nämlich Perelinas Besserwisser-Herausforderung. Oh. Das kann ich gut. Und da sind wir mit Perelinas Besserwisser-Herausforderung. Ich sehe euch schon an, ihr wollt unbedingt wissen, worum es sich hierbei handelt. Hört gut zu, die Regeln folgen. Ich stelle gleich eine Frage, zu der es eine feste Anzahl an richtigen Antworten gibt. Ihr gebt abwechselnd eine Antwort ab. Sollte einer von euch eine falsche Antwort abgeben, bekommt der Gegner einen Punkt und die Frage ist aus dem Spiel. Wird alles richtig geraten, da es ja eine feste Anzahl an richtigen Antworten gibt, dann bekommt keiner einen Punkt. Wer als erster 3 Punkte erreicht, gewinnt Perelinas Besserwisser-Herausforderung. Pro Antwort habt ihr 30 Sekunden Zeit. Nennt ihr keine Antwort, geht der Punkt an den Gegner, logischerweise. Wenn ihr eine Antwort nennt, die schon einmal richtig erraten wurde, dann weise ich euch darauf hin. Und ihr könnt eine andere Antwort nennen, sofern die Zeit noch ausreicht. Die Reihenfolge der Antworten ist irrelevant.
Also ihr könnt, wenn es eine feste Reihenfolge zum Beispiel in dieser Frage gibt, von 1 bis 10, könnt ihr auch zuerst die 9 nennen und so weiter. Der Startspieler wird durch die Karten ausgelost und dann machen wir eine Beispielrunde. Die gibt noch keine Punkte, damit ihr das Spiel versteht. Das ist gut. Noch Fragen? Erst einmal? Nach der Beispielrunde. Okay. Wahrscheinlich. Dann schauen wir einmal, wer gewinnt. Herz, wer gewinnt. Wir schauen, wer gewinnt. Mit wieso Herz? Das ist doch hallo? Herz oder Pik, wollte ich sagen. Mhm. Es, Startspieler ist Kelly mit Herz. Das ist so. Gut bei sowas, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich schon. In jeder Runde Startspieler? Nein, es wird dann abwechselnd laufen. Okay. Also in der ersten Runde und in der Beispielrunde Kelly. Und danach wird es abwechselnd gehen. Das muss ich mir nur eben markieren, damit ich das nachher nicht vergesse. Nicht drauf gucken. Kann ich von da nicht lesen. So, dann beginnen wir mit einer Beispielrunde von Pirellines Besserwisser Herausforderung. Kelly fängt an. Kelly, gesucht sind Klassen für Spielercharaktere in Dungeons & Dragons der 5. Edition, und zwar die 12 Stück, die im Spielerhandbuch enthalten sind. Es beginnt Kelly. Klassen? Ja. Magier. Magier ist korrekt. Dann wechselt die Zeit auf Patze. Barde. Barde ist korrekt. Paladin. Paladin ist korrekt. Kleriker. Kleriker ist korrekt. Hexenmeister. Ist auch korrekt. Mönch. Auch richtig. Schurke. Auch richtig. Waldläufer. Richtig. Druide. Korrekt. Mönch hatten wir schon. Kämpfer. Korrekt. Zwei Antworten gibt es noch. Ich denke gerade an was Bestimmtes. Verdammt. Zeit läuft. Du hast noch 11 Sekunden. Fünf Sekunden. Und vorbei. Keine Antwort gegeben, das heißt, diese Beispielrunde würde an Patze gehen. Es war noch gesucht Barbar. Barbar, das war das, was ich gesucht habe. Ah. Weißt du noch einen? War es Hexenmeister noch? Oder was? Hexenmeister hatten wir schon. Zauberer. Zauberer hat noch gefehlt. Ja, aber ganz Barbar, genau. Das war was, was mir nicht einfiel. Nein, die 12 im Spielerhandbuch. Ah. Ja. Verdammt. So, das war die Beispielrunde. Schade. Es wird jetzt wieder Kelly beginnen. Und wir gehen in eine komplett andere Richtung. Denn es wäre ja viel zu leicht, wenn ich nur solche Fragen nehmen würde. Die Beispielrunde war ja einfach. Kelly, gesucht sind die 10 erfolgreichsten Kinofilme in Deutschland 2023, gemessen an der Besucherzahl, Stand heute. Sollte es ein Mehrteiler sein, reicht mir die Filmreihe. Ihr müsstet also nicht Star Wars, das Imperium schlägt zurück sagen, sondern es reicht mir Star Wars. Mhm. Okay. 10 erfolgreichsten Kinofilme Deutschland 2023. Es beginnt Kelly, gemessen an der Besucherzahl. Oppenheimer. Oppenheimer ist korrekt. Barbie. Korrekt. Der neue Tribute vom Panem-Film. Ich weiß den ganzen Titel leider nicht. Das ist leider inkorrekt. Damit hast du die Runde verloren. Der neue Tribute von Panem ist auf Platz 18. Der ist leider erst am 16.11. gestartet und hat deswegen noch nicht so viele Besucher herangezogen. Andere. Das heißt, ja, Runde 1 geht. Wäre dir noch eine eingefallen? An Patze? Nö. Verdammt, weil nur Barbie und Oppenheimer sind die einzigen Filme, die mir eingefallen sind. Doch, also Super Mario. Ist Platz 2. Ach, der kam dieses Jahr raus. Ja. Oh, verdammt. Wir decken auf die weiteren. Elemental hätten wir noch gehabt. Guardians of the Galaxy Volume 3. John Wick Kapitel 4. Fast and Furious 10. Die drei Fragezeichen, Erbe des Drachen. Echt jetzt? Ja. Boah. Und auf welchem Platz? 8. Oh, krass. Ist am 26.01. gestartet, hat also die komplette Runtime natürlich mitgenommen. Reragu Rendezvous. Bitte was? Noch nie gehört. Muss ich outen? Das ist aus Bayern eine Reihe. Danke an den Kollegen dort im ersten. In der ersten Reihe. Vielen, tolle Filme. Und als letztes hatten wir noch Indiana Jones und das Rad des Schicksals. Ja, auch ja, darauf hätte ich. Echt? Ich dachte, er ist so gefloppt. Aber es ist 10. meiste Besucher in diesem Jahr.
Erste Runde geht an Patze. Wir kommen zur nächsten Frage. Und da beginnt auch Patze. Mhm. Und es ist eine Mathematikfrage. Nein. Klar. Runde 2. Gesucht sind alle Quadratzahlen unter 500. Eine Quadratzahl ist eine Zahl, die durch Multiplikation mit sich selbst entsteht. Wir suchen insgesamt 23 Zahlen. Es beginnt Patze. Eine Quadratzahl? Moment, Entschuldigung. Ist eine Zahl, die durch Multiplikation mit sich selbst entsteht. 1? Korrekt. 5. Also 25 meine ich, Entschuldigung. Ja, 25, Entschuldigung. Lass ich durchgehen, damit Danke. Wir alle wissen, was eine Quadratzahl ist. Ja. 25 ist korrekt. Bei 5 mal 5. Ja. 16. Korrekt. 10. 100. Oh, ich denke immer umgekehrt. Entschuldigung. Ich denke immer umgekehrt. 100. Das ist das letzte Mal. Ja, okay. 100 ist korrekt. Du musst damit aufhören. Ja. 9. 9 ist korrekt. 9. Wenn etwas wiederholt, sage ich euch, ja, es wurde wiederholt, ist nicht schlimm. 9. Es geht um die unter 500. 144. 144 ist korrekt. 36. Korrekt. Ich hätte mir die aufgespart, die 144. Mach weiter da oben. Kelly ist am Zug. 14 Sekunden. 122. Das ist falsch. Nein, ich habe mich verrechnet. 121 wäre 11 mal 11 gewesen. Nein! Warum habt ihr nicht 4 gesagt? Ich weiß auch nicht. Ich hatte, also man muss dazu sagen, ich habe das Prinzip erst, also ich habe 1, wusste ich, und bis, als er dann, was sagte er? 25? Da wusste ich überhaupt, was wir meinen. Ich hätte dir auch noch einen Hint gegeben beim ersten. Okay. Also, genau wie ich es bei Kelly auch gemacht habe. Aber warum hast du offen? Ich war so unter Zeitdruck, als er dann gesagt hat, 14 Sekunden. Und ich so, fuck. Also wir blenden es ein, wir hätten noch gehabt die 0, 0 mal 0 ist 0. Stimmt. 2 mal 2 ist 4, wir haben noch 49, 64, 81, 121 und dann geht es noch weiter bis 484 bei 22 mal 22. Aber aus dem Off? Ja. Ist 0 mal 0 wirklich 0? Das zählt doch nicht. Ich dachte auch, 0 ist keine Zahl. Das kannst du, das ist die Zahl, die durch Multiplikation mit sich selbst entsteht, ist 0. So habe ich es in der Definition gefunden. Aber ist ja egal, wurde nicht genannt und war nicht relevant. Deswegen. Man darf nicht durch 0 dividieren. Ja, multiplizieren kannst du ja. Aber multiplizieren darfst du. 0 mal 0 ist kein Mal nichts nimmst, hast du nichts. Danke. Ja. Komplett richtig. Ja. Wollt euch nur testen. Patze führt mit 2 Runden, das heißt, es ist ein Matchball für diese Runde, die nächste. Kannst du irgendwas nehmen, wo du denkst? Ich hab das an eine Reihenfolge gebracht, die schon vorgewählt ist. Deswegen kommt die nächste Runde. Und ich freue mich sehr auf diese Runde, die jetzt kommt. Mhm. Es beginnt Kelly. Gesucht sind Titel von Dice Actors Episoden bis inklusive Episode 57. Das ist die, die für uns zum Zeitpunkt des Drehs als letztes ausgestrahlt worden ist. Ich brauche hierfür den genauen Titel. Eine Episode hat einen alternativen Titel, da reicht mir einer von beiden. Okay. Noch Fragen? Nein. Kelly, noch Fragen? Nein. Es beginnt Kelly. Das ist so gemein, dass es genau der Titel sein muss.15 Sekunden. Einen wirst du kennen. Mindestens, hoffentlich. Wirklich? Keinen? Synchronsprecher spielen Dungeons and Dragons? Nein, ist D&D? Es ist falsch. Es wäre Dungeons and Dragons. Es wäre D&D gewesen. Dungeons and Dragons ist leider falsch. Und das D&D kam nach der Zeit. Oh, Kelly! Deswegen bist du leider raus aus dieser Runde und das Spiel geht an Patze. Yes. Können wir eine Bonusrunde spielen? Ich will die anderen Kategorien hören. Oh, ist das. Alternative Titel: Brüder. Ja, es ist. Der Milchmädchen-Report. So unter Druck.
Ja, Druck, stimmt. Wenn du im Druck bist, unter Druck ist nochmal alles ganz anders. Jetzt weiß ich, wie sich die Leute bei Jauch auf dem Stuhl... Oh Mann, ey. Möchtet ihr aus Spaß noch eine weitere spielen? Ja, gerne. Ja, ja okay. Ja? Okay. Ja. Dann spielen wir noch die vierte. Ich habe noch mehr vorbereitet, aber die nehmen wir vielleicht für, wenn ihr den Titel mal verteidigen müsst, wer auch immer gewinnt. Aber wir nehmen die nächste, die wird Tim sehr, sehr freuen hier. Runde 4. Es beginnt Patze. Gesucht sind alle Felder, die auf dem Spielbrett der deutschen Grundversion von Monopoly zu sehen sind. Sollten Felder mehrmals vorkommen, zählen sie hier nur einmal. Das heißt, es gibt 36 unterschiedliche Felder. Felder auf dem Spielbrett der Grundversion von Monopoly. Es beginnt Patze. Los. Korrekt. Gefängnis. Gefängnis, korrekt. Badstraße. Korrekt. Die Schlossallee. Korrekt. Elektrizitätswerk. Korrekt. Nordbahnhof. Korrekt. Südbahnhof. Korrekt. Ja, jetzt wird's interessant. Es gibt nämlich einen von beiden noch. Ich trau mich nicht. Parkstraße. Korrekt. Ereignisfeld. Korrekt. Wasserwerke, oder? Wasserwerk ist korrekt. Hatte ich schon. Badstraße hatte ich schon, ne? Ja. Oh nein, jetzt ist es weg. 13 Sekunden. Sechs, fünf, vier. Ostbahnhof. Falsch. Westbahnhof wäre richtig gewesen. Gibt's die. Was ist denn mit. Du kommst ins Gefängnis. Sie, ja, das ist alles. Gehen Sie in das Gefängnis, hätten wir noch gehabt. Frei parken wäre noch gewesen. Gemeinschaftsfeld. Noch drei weitere Ereignisfelder hätte ich noch gehabt, oder? Warum jetzt fühle ich mich. Jetzt hätte ich doch mal nehmen können. Was? Aber hey, jetzt. Achso, nee, ich dachte, hättest du noch im Kopf gehabt. Nein, also Ereignisfeld und dann gibt es da noch ein Ereignisfeld. Okay. Ja, gut, okay. Ist ja noch eins. Nein, Gemeinschaftsfeld, ja. Einkommensteuer, Freiparken. Ach, ja. Und natürlich Theater, Museum, Opern. Lessing, Schiller, Goethe wäre noch gewesen. Straße, Rathausplatz, Hauptstraße und so weiter. Das wäre hier noch gewesen. Die anderen, ich weiß nicht, wollen wir einfach aus Spaß noch? Ja. Einfach, okay, ich sehe Nicken aus dem Publikum. Wir spielen einfach weiter, auch wenn das Spiel leider schon verloren ist. Aber ihr wollt die anderen noch wissen. Ja. Deswegen, es beginnt Kelly. Gesucht sind alle Substantive, die im Text von Helene Fischers Lied Atemlos durch die Nacht vorkommen. Wir suchen die Substantive, also Nomen, Hauptwörter. Es gibt 24 Stück. Es beginnt Kelly. Nacht. Atemlos durch die Nacht. Nacht ist korrekt. Liebe. Korrekt. Oh. Geht's nur in den Refrain? Ganzes Lied. Das ganze Lied. Alle Substantive. Ruhe im Publikum. Heißt es immer. Entschuldigung. Alex. Ich hab nur den Refrain. Das ist das Problem. Denk an den ersten Satz. Das ist kein Substantiv. Also, lass dich nicht rausbringen. Ruhe im Publikum. Zeit? 3, 2, 1. Keine Ahnung. Bäb. An was dachtest du denn? Was? Atemlos oder was? Ich dachte an Straße. Ja, er kennt die Strophe nicht. Ich kenn doch nur... Deswegen Tim am besten. Ja. Ich hab doch gesagt, ich kenne das nicht. Lass uns nur jubeln. Glücksgefühle. Sehr gut. Hast du noch mehr? Warte. Das sind gar nicht so viele wirklich dabei. Also, atemlos durch die Nacht spüren, was Liebe mit uns macht. Atemlos, schwindelfrei. Liebe für uns zwei. Großes Kino. Großes Kino. Kino ist es. Für uns ach ja, zwei. Richtig. Guck mal, da weißt du schon mehr als... genau. Also, wir blenden es natürlich nochmal ein. Clubs, Straßenclubs, Nacht, Stadt, Nacht, Augen, Nacht hatten wir schon. Achso, wow, Augen, wow. Tabu, Küsse, Haut, Liebestattoo. Was? Bilder, Blick, Zeit, Tag, Hand, Dach, Welt, Arme, Fallschirm, Freiheit, Lust hätten wir noch gehabt. Auf Lust hätten wir kommen können. Ja. Wir nehmen die zwei, die ich noch habe. Ich habe noch zwei Runden, habe ich hier noch, die nehmen noch mit. Ja, ja. Runde 6, es beginnt Patze. Mhm. Die Antwort... Das, okay. Gesucht sind die Titel der 10 erfolgreichsten Songs in Deutschland 2023. Also die Jahres... ich
schmeiße. Ich kenne auch selber nur zwei. Gesucht ist die Jahreshitparade. Die Singlecharts werden von GFK Entertainment wöchentlich zusammengestellt und berücksichtigen den Verkauf von Tonträgern und Downloads sowie bezahltes Streaming. Bei der Jahreshitparade geht es um die 10 umsatzstärksten Titel. Ich möchte von euch die Titel wissen. Es ist nicht zwingend nach den Interpreten gefragt. Atemlos durch die Nacht ist nicht dabei, obwohl Atemlos durch die Nacht dieses Jahr einmal eine Woche Platz 1 in den Singlecharts war. Aber nicht in der Jahreshitparade. Wir suchen die 10 erfolgreichsten Songs dieses Jahres in Deutschland. Es beginnt Patze. Schade, ne? Dass ich beginne. Wie gesagt, ich hätte nur zwei auch so gewusst. Kommt voll der Boomer-Satz, aber heutzutage klingt ja alles gleich. Alter, alle die Lieder, die ich als aktuell empfinde, die sind vor 10 Jahren rausgekommen. 10 Sekunden? Irgendwas, was die ganze, dieses Jahr voll überall war. Nicht? 2, 1. Nein. Dann raus. Hättest du einen gewusst? Einen Vorschlag, Kelly? Das ist auch schon alt. Dynamite, hätte ich jetzt gesagt. Von welchem dabei. Jahr Dynamite redest du? Wir sind in 2023. Ja, ja. Okay, gut. Ich sage sie euch, von unten nach oben hoch. Aus irgendeinem Grund ist Another Love von Tom O'Dell der 10. erfolgreichste Titel des Jahres gewesen. Als nächstes haben wir Tabu von Young Yuri, dann 9 bis 9, Sira featuring Bowser und Bad Chief, Nachts wach von Mako und Miksu MacCloud, Zukunft Pink von Peter Fox featuring Ines. Okay, den kennst du offensichtlich. Ja, darauf hätte ich kommen. I'm Good, Blue, David Guetta und Baby Rasha. Also, ne? Gesampled von Blue, Dabba D. Stimmt, da gab es schon Real. Whiteberry Lillet von Nina Chuba. Shit, ja, okay, ja, okay. Jetzt kommen wir zu denen, die man vielleicht kennt. Sie weiß, A Leva featuring Mero. Dann haben wir Flowers von Miley Cyrus. War auch überall. Ah, warte, bevor du die. Bei welcher bist du jetzt? Jetzt kommt der letzte. Der erste. Ich hätte jetzt gesagt Friesenjung. Nee. Nein, ist nicht in den Jahrescharts. Ah, okay. Nicht okay. War auf Platz 1 der Charts, aber nicht in den Jahrescharts. Ah, okay. Ganz oben Komet, Udo Lindenberg und Apache 207. 207. Da war ich schon nah dran, so von. Ja. Aber okay. Wenig gewusst in dieser Runde, das kann passieren. Wir kommen zur letzten Runde, da werdet ihr vielleicht einige wissen, aber definitiv nicht alle. Es wird Kelly beginnen. Gesucht sind alle Orte, die auf der ersten offiziellen Karte von Taya zu finden sind. Es handelt sich dabei um die Karte, die auch unter diceactors.de erreichbar ist. Diese gräuliche. Es geht um Städte, Dörfer und andere besondere Ansiedlungen, nicht um geografische Besonderheiten. Also nicht die Teufel oder die Krone werden genauso wenig gesucht wie das kretonische Bergland oder der Fluss Noras. Es geht um Orte, Örtlichkeiten, die auf der Karte zu finden sind. Es beginnt Kelly. Trabenhain. Nein, ist nicht drauf. Warum nicht? Weil es zu klein ist. Weil es dazwischen ist. Oh, nee, komm, mach eine Ausnahme. Okay, ich mach weiter. Okay. Kaminotstadt. Kaminotstadt ist richtig. Halbschimmer. Korrekt. Sylphie Voyer. Korrekt. Meinfurt. Wo ist es? Korrekt. Kann ich überlegen, wo man schon gewesen ist. Lestia. Lestia ist korrekt. Hartingen City. Hartingen Stadt oder Hartingen ist korrekt, ja. Mokka. Mokka ist falsch. Mokka ist die Insel. Ja, das aber ist, es gibt ja eine Stadt, die da... Die heißt nicht Mokka. Heißt die nicht? Wenn du mir sagst, wie sie heißt, dann lasse ich es gelten. Mokassins. Wenn du in den nächsten 12 Sekunden die Örtlichkeit auf Mokka sagst? Mokka-Dorf, Mokka-Stadt. Nein? Nein, dann weiß ich es nicht. Joker! Ich rufe Herrn Schwarzmeier an. Ding, 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 ding. Rieslingen. Korrekt! Rieslingen wäre richtig gewesen. Das gilt für dich. Sehr gut. Dann hast du auch noch einen Tim Joker. Ach so. Oh. Weiter geht's. Noras Mint hatten wir schon? Noras Mint ist korrekt. Ich würde töten für deinen Bartwuchs. Zählt Burg Rabenkopf als Örtlichkeit? Das ist korrekt. Burg Donnerblitz. Das ist korrekt. Rammt. Hm.
das Gerät Hornstadt? Die Hauptstadt heißt leider anders. Ja. Durch zwei bist du noch. Durch eine. Zwei bist du durchgekommen sogar. Als Metra. Schnell, schnell, schnell. Los, überleg dir noch was. Nee, Kines Maris ist nicht drauf. Nee. Kines Maris ist falsch. Ihr habt noch besucht Festung Benning für eine Episode, als Perrin nicht dabei war. Und durch Kohle gab es halt ja auch durchgekommen. Da haben wir aber nicht viel gemacht. Ansonsten gibt es natürlich noch einige. Hättest du noch welche gehabt? Nee. Norsburg. Norsburg haben wir? Nee, Norsburg ist mit drauf. Da sind wir sogar Ritter. Ja. Amilett? Amilett ist nicht drauf. Zum Glück habe ich nicht gegen Tim gespielt. Otreville ist drauf. Amilett ist nicht drauf, ja. Das war Perrininas Besserwisser-Herausforderung und erst das zweite Spiel. Applaus! Es steht, wenn ich mich nicht frech, 2-0 für... Nein, doch, nee, doch, es steht genau. Wait. Du hast das erste gewonnen. Genau, 1-1. 1-1, das muss ich hier aufschreiben. 1-1 für beide. Für Patrick. Wir kommen zum nächsten Spiel. Das nächste Spiel ist Was los, Kreisel? Dieses Spiel ist Wassos Kreisel. Ihr werdet gleich diesen Kreisel auf diesem Tischchen dort drehen lassen. Jeder von euch bekommt drei Durchgänge. Der Kreiselvorgang muss auf dem Tischchen beginnen und auch dort enden. Fällt der Kreisel, gilt der Durchgang als Misserfolg und wird nicht gewertet. Derjenige mit dem Durchgang, in dem der Kreisel sich am längsten dreht, also einzelner Durchgang am längsten, der gewinnt das Spiel. Ihr bekommt drei Versuche, euer längster Durchgang wird gezählt. Hat jeder von euch drei Misserfolge, was schon passieren kann, spielen wir so lange weitere Durchgänge, bis einer erfolgreich ist. Der andere darf dann gegebenenfalls natürlich nachziehen. Gezählt wird ein Versuch von dem Moment, in dem ihr den Kreisel nicht mehr berührt, bis zum kompletten Stillstand des Kreisels. Euer Gegner wird sich zum Start des Kreiselvorgangs umdrehen, damit ihr euch nicht gegenseitig die Techniken abguckt. Läuft der Kreisel, darf der Gegner sich wieder umdrehen und zuschauen. Ihr berührt danach nichts mehr, nicht den Tisch, gar nichts, damit der Tisch auch nicht wackelt. Startspieler wird durch die Karten ausgelost. Wir schauen mal hier nochmal, wer Startspieler sein wird für dieses Spiel. Startspieler wird sein die Farbe... Kelly wieder. Herz ist Startspieler. Patze dreht sich bitte um, sodass er das Tischchen nicht sieht. Und achtet drauf, den Tisch dann nicht mehr zu berühren, nicht zum Wackeln zu bringen. Ihr dürft Techniken benutzen, wie ihr es möchtet. Und... Darf ich aufstehen? Du darfst aufstehen, wie du willst. Alle Techniken sind... warte kurz, bevor du startest, bis ich aufgehört habe zu reden. Darf ich hier so ein Selfie machen? In der Bist du bereit? Ja. Rieke wird die Zeit stoppen, von dem Moment, wo er nicht mehr berührt wird und wo der komplett still liegt. Und du darfst. Er ist gefallen. Das Scheiße. Ist ein Misserfolg. Das heißt, der nächste Versuch ist von Patze. Kelly muss sich weit umdrehen, um die Technik nicht mitzubekommen. Dieser wunderbare Kreisel wurde mir von Skizzy geschenkt. Vielen Dank dafür. Ja, da sind auch Zahlen drauf. Du kannst damit quasi würfeln. Aber du musst jetzt bitte deinen Kreiselversuch starten. Die Zeit läuft, um den Versuch zu starten. Und Patze beginnt. Das war der erste Versuch. Der ist damit gescheitert. Das war ein Misserfolg. Es geht wieder rüber zu Kelly. Patze dreht sich bitte um und trauert in die andere Richtung. Der nächste Versuch von Kelly. Kompletter Stillstand. Kompletter Stillstand. Und Rieke, die Zeit ist 7,65. 7 Sekunden 65. Für Kelly. Und wie hast du es gemacht? Der nächste Versuch von Patze. Er darf sich wieder etwas aussuchen. Und diesmal wird es klappen, ich bin mir sicher. Ja, er dreht sich, er ist stabiler als der Versuch. Kelly, du darfst dich umdrehen, darfst du schauen. Er bewegt sich. Weiter, 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 weiter. Bis zum kompletten Stillstand wird gezählt. Alle stillhalten. Rieke ist Schiedsrichterin dafür.
Das sind 24 Sekunden 87 für Patze. Kelly, du hast einen Versuch, um diese Zeit zu schlagen. Ansonsten hat Patze direkt das Spiel gewonnen. Und es läuft. Kannst du das schauen, Kelly nicht bewegen? Ich befürchte, dieses Spiel wird an Patze gehen, aber wir haben noch einiges an Wackelungen vor uns. Es wackelt, vielleicht wackelt er sich noch länger. Rika als Schiedsrichterin wird die Zeit stoppen. Jetzt. Es sind 17 Sekunden, das Spiel geht an Patze. Was aus Kreisel? Was war denn meine erste Idee? Die war jetzt gar nicht. Warte, lass mich mal probieren. Ich weiß auch nicht, warum ihr das nicht hinkriegt, den zu drehen. Also. Man will ja. Ja, du hast 1000 Versuche, die beste Möglichkeit. Ihr habt ja 3 Durchgänge, um auszuprobieren. Ja. Ja, also. Wir kommen dann gleich zum nächsten Spiel. Vielleicht schaffen wir sogar alle 5 Spiele, wenn Kelly jetzt nachzieht. Das nächste Spiel ist ein Schätzspiel. Aber ich kann mir vorstellen, dass Kelly dort auch noch einiges vor sich hat. Der hat sich nochmal stabilisiert. Hat sich nochmal, ja, es ist meine Aura. Es wird ein Schätzspiel sein. Wenn Patze gewinnt, ist er der ultimative Patrick. Wenn Kelly gewinnt, haben wir noch ein 5. Spiel vorbereitet. Das nächste Spiel ist Rulex Flugrouten. Oh je. Rolex Flugrouten, das hier ist ein Schätzspiel. Ich nenne euch gleich 2 Orte und ihr schätzt die Entfernung Luftlinie in Kilometern. Zum Beispiel Berlin-Potsdam. Dann schreibt ihr die Entfernung, die ihr glaubt, die sie Luftlinie ist, auf diese Karte so genau wie möglich. Es zählt, was Google Maps als Mittelpunkt einer Ortschaft angibt. Eure Schätzung schreibt ihr verdeckt auf ein Kärtchen. Wenn ihr soweit seid, legt ihr die Kärtchen auf den Tisch, dreht sie dann gleichzeitig um, sodass ich sie lesen kann. Dann nenne ich die korrekte Antwort. Wer dichter an der korrekten Entfernung Luftlinie dran ist, gewinnt einen Punkt. Wir spielen bis 4 Punkte. Wer 4 Punkte ergattert, gewinnt das Spiel. Habt ihr noch Fragen? Was war das andere Spiel? Das kommt dann, wenn Kelly gewinnt. Also musst du jetzt selber gewinnen, dann sehen wir es nicht mehr. Keine Fragen mehr, wunderbar. Entschuldigung, nur noch einmal zu sichern. Es geht um Städte? Ja. Und es geht um die Mittelpunkte, die Google Maps. Das, was Google Maps angibt, wenn du diese Ortschaft eingibst. Stadtzentrum. Genau, Stadtzentrum quasi. Ja. Wunderbar. Bitte schreibt groß und deutlich, dass wir es dann auch auf den Karten erkennen können. Und die Karten müssen so sein, dass ich sie lesen kann natürlich. Okay. In Kilometern. In Kilometern. Ihr dürft aber natürlich Kommata hinterher setzen, wenn ihr es genauer machen wollt. Das könnte ja wichtig werden. Habt ihr Kommata? Ich habe alles bis auf 2 Kommastellen aufgeschrieben. Das ist Alex, ne? Ja. Mhm. Okay. Seid ihr bereit? Ja. Die erste Luftlinie von Rulex, die Rulex geflogen ist, war so lang, wie ihr gleich aufschreiben werdet. Nämlich, er ist geflogen von Berlin nach Potsdam. Mach mal 30 Sekunden Timer. Warum nicht? Weil die müssen ja auch, also müssen wir irgendwie limitieren. Berlin-Potsdam. Was gibt der Internetdienst als Entfernung Luftlinie an? Es geht nicht um die Fahrzeit, Fahrstrecke, es geht um Luftlinie. Was Rulex geflogen ist. Was nimmt Google Maps schon als Mittelpunkt von Berlin? Das ist die Frage. 12 Sekunden. Habt ihr noch, um eure Antwort abzugeben? Es gilt, wenn ihr es auf den Tisch verdeckt legt. Wenn ihr es nicht auf den Tisch legt rechtzeitig, dann habt ihr nichts abgegeben. Eine Sekunde. Okay, das lasse ich noch gelten. Okay. Dann schauen wir einmal, was ihr... Ich kann eigentlich erst sagen, was es richtig ist. Und dann werdet ihr sehen, ob ihr... Nee, so ist auch lustig. Gut, dann zeigt doch mal, was ihr gemacht habt. 28 und 17. Einer von euch beiden ist deutlich näher dran. Das ist eine 17, oder? Ja, es ist eine verschmierte 17. Einer von euch ist deutlich näher dran. Die richtige Antwort ist 27,21 Kilometer. 28, Kelly gewinnt einen Punkt. Sehr gut gemacht. Die nächsten werden schwieriger. Cool. Die zweite Flugroute, die Rulex genommen hat, ist von Leipzig nach Koblenz.
Zeit läuft. Es geht, wenn ihr die Karte verdeckt auf den Tisch legt, bevor der Timer klingelt. Es sind noch 17 Sekunden. 13 Sekunden. Patze wird schnell schreiben müssen. Können wir gleich das andere Spiel spielen? 7 Sekunden. 3. Und los. Oh, ist das wieder verschmiert bestimmt. Sorry. Das ist okay. Du weißt ja, was du schreiben wolltest. Dann deckt doch einmal bitte auf. Kelly sagt 480, Patze sagt 488. Aber gut. Das jetzt dazwischen liegt, ja. Dann wäre es richtig krass. Es gibt einen eindeutigen Gewinner, den ihr wisst, wenn ich diese Zahl sagen werde. Es ist also entweder einigermaßen deutlich höher oder einigermaßen deutlich niedriger. Die richtige Entfernung zwischen Leipzig und Koblenz Luftlinie sind 352,78. Das heißt, Kelly ist mit seiner geringfügig geringeren Schätzung korrekt und hat 2 Punkte. Patz hat noch keinen Punkt. Dann ist Rulek als nächstes geflogen. Der ist weit rumgekommen. Als nächstes ist er geflogen von London nach Wien. Zeit läuft. Das ist vermutlich eine größere Strecke. Ich will keine Tipps geben, aber ich glaube, das können wir sagen. Dass wir jetzt die Ländergrenzen überschreiten. Wir sind nicht mehr in Deutschland unterwegs, sondern auch dieser Hinweis ist wahrscheinlich offensichtlich, dass wir uns in Europa befinden. Patzeit wird es aufgeschrieben. Möchte er noch eine Zahl mehr oder weniger schnell, machen? Schnell. Eine Sekunde. Los. Das lasse ich gelten. Wird verschmiert sein, aber egal, deckt auf. Ist nicht verschmiert. Oh, ein größerer Abstand dieses Mal. Ich muss, lass mich, es liegt ziemlich mittig davon. Deswegen muss ich einmal ausrechnen, wie es aussieht. Wer davon weniger hat. Die Distanz zwischen der korrekten, nehmen wir mal das höhere minus das, was korrekt ist, wäre 662,23, ist die Distanz, die Kelly erreicht hat. 662. Die Distanz, die Patze erreicht hat, ist das, was es wirklich ist, minus das, was Patze, oh, das ist falsch, minus das, was Patze gemacht hat. Jetzt weniger haben, ne? Sind 475, das heißt, Patze ist näher dran. Es sind 1237,77. Patze gewinnt die dritte Runde und führt damit nicht, sondern Kelly mit 2 Punkten. Patze hat einen Punkt. Dann wäre ich wenigstens bis zum Saarland vielleicht gekommen. Es geht weiter mit einer fiesen Sache, denn hierfür müsst ihr natürlich auch wissen, wo diese Örtlichkeiten sind, denn vielleicht kennt ihr sie nicht so gut. Die nächste, die ihr schätzen müsst, ist McMurdo Station und Reykjavik. Wo könnte das sein und was ist die Distanz zwischen diesen beiden? Ihr habt noch 25 Sekunden Zeit, eine Entfernung in Kilometern Luftlinie aufzuschreiben. Ich sehe die in ihren Köpfen graben. Was könnte McMurdo Station sein und wo liegt Reykjavik eigentlich genau und wie weit könnte das davon entfernt sein? 8 Sekunden, 7, schreibt jetzt etwas auf, sonst könnt ihr nichts mehr abgeben. 3, 2, 1 und hingelegt. Wunderbar, deckt bitte auf. 20 und 1111. Es kann sein, dass McMurdo Station direkt neben Reykjavik liegt. Und ja, das, ich dachte, das ist vielleicht der Trick dabei. McMurdo Station, die richtige Antwort ist 18.476 Kilometer Luftlinie. McMurdo Station ist Antarktis. Oh. Und Reykjavik liegt relativ weit im Norden. Trotzdem gewinnt damit Patze. Es ist Gleichstand. 2:2 in Rudex Flugroutenspiel. Fies. Ich hatte keine Ahnung. Ich sage euch jetzt schon, das ist die größte Entfernung, die ich in diesem Spiel vorbereitet habe. Jetzt kommen nur noch kleinere Entfernungen. Ach so. Ich dachte, dass das jetzt kommt. Die kleinere Entfernung, die wir als nächstes suchen. Rulek hat Urlaub gemacht. Oder wollte Urlaub machen, weil er ein paar Probleme hatte. Es geht von Bagdad nach Dubai. Und los. Bagdad, Dubai. Wir sind in einem anderen
geografischen Kreis, in dem wir uns auskennen. Wie groß sind dort die Länder? Das ist die Frage. Und wie täuschend ist eine Mercator-Projektion wirklich, wenn man sie sich vorstellt? Das gehört dort auch noch zu. Wir haben 11 Sekunden. Ihr müsst langsam zu einer Entscheidung kommen und aufschreiben. Noch 7. Patz hat sich entschieden. Kelly auch. Es wird abgelegt. Und damit habt ihr eure Schätzungen abgegeben. Dann dreht sie bitte um. Wir haben 1.111 und 950. Auch hier ist die Frage, es liegt nicht dazwischen. Das heißt, es liegt entweder da drüber oder da drunter. Die richtige Antwort, Bagdad, Dubai. Patze ist richtig. Ja. Sind 1.391. Ja. Ich immer unter dem Zeitdruck. Das war der dritte Punkt. Es geht bis 4. Ja, aber trotzdem. Hey, du kannst noch 2 machen. Ja. Du kannst noch 2 machen. Noch 2 machen. Wir haben als nächstes, Rulek ist die nächste Etappe geflogen. Und zwar ist er geflogen von Sapporo nach Karachi. Los geht's. Die hast große du Frage eingereicht, ist, die Frage. Die große Frage ist natürlich, wo liegt jetzt das genau und wo liegt das andere? Wo Karachi genau liegt, manche wissen es, aber es ist natürlich auch eine geografische Allgemeinbildung zu wissen, wo Karachi jetzt genau Klar, liegt. Natürlich. Ja. Sapporo könnte man vielleicht noch eher wissen. 10 Sekunden sind es noch. Ihr müsst zu einer Entscheidung kommen. Ihr habt noch 4 Sekunden. Und habt abgelegt. Also Sapporo kenne ich. Sapporo ist auf Hokkaido, die Correct. Hauptstadt von Hokkaido. Genau. In Japan. Aber Karachi, Karachi hätte ich jetzt Südostasien irgendwo verortet. Fast. Karachi ist die größte Stadt Pakistans, also westlich von... Kann ich auch. Das heißt, die Schätzungen lauten folgendermaßen. 1.800 und... Das ist okay. 20 oder was hast du? Nein. 491. Nein, 99, sorry. 99. Ja, ja, so viel Zeit muss sein. Die korrekte Antwort ist 6.919. Oh. Das heißt, Kelly hat tatsächlich zum Matchball aufgeschlossen. Boah. Ja, hat er. Jetzt geht's um die Wurst. Und ich muss das ja gewinnen. Das ist richtig. Du musst es jetzt gewinnen. Das wird spannend. Die letzte, die wir hier haben, ist die Flugroute, Luftlinie, von Miami nach Kairo. Weiß ich zumindest genau, wo und das los. Ist. Du weißt nicht übrigens, wo das ist. Das ist schon mal sehr gut, Kelly, dass du das weißt. Vielleicht kennt man auch aus eigenen Reisen, wie weit so die Distanz zwischen Amerika und Europa bzw. Afrika ist und kann das dementsprechend etwas einschätzen. Man muss auch global denken. Auf diese Distanz muss auch die Corioliskraft mit einberechnet werden, offensichtlich. Wir sind bei 10 Sekunden, 9 Sekunden. Ihr müsst jetzt aufschreiben, sonst könnt ihr keine Antwort mehr abgeben. Die Antworten sind abgegeben. Endet hier. Das Duell um den ultimativen Patze oder gehen wir in die letzte Runde? Wir sehen es anhand eurer Schätzungen. Deckt sie bitte auf. 6.500 und 6.441. Ich hab's gerne. Egal wie es ausgeht, das war sehr eng. Das ist krass, wow. Ja. Ich sage euch, es liegt nicht dazwischen. Das heißt, wenn ich eine höhere Zahl nenne, dann gewinnt Kelly und wir gehen in das 5. Spiel. Wenn ich eine niedrigere Zahl nenne, dann gewinnt Patze und er ist der ultimative Patrick. Die korrekte Distanz zwischen Miami und Kairo sind 10.428. Yeah, back in the game! Yeah! Wir gehen in das 5. Spiel! Und das 5. Spiel ist natürlich Nogovius Turmspielchen. Nein! Nogovius hatte da so eine Phase. Ihr werdet gleich dieses bekannte Stapelspiel spielen, das da heißt Nogovius' Turmspielchen. Dafür zieht ihr abwechselnd einen Klotz aus dem Turm und legt ihn oben wieder drauf. Und zwar so, dass er rechtwinklig zu den darunterliegenden Klötzen angeordnet ist. Und so, dass stets 3 Klötze in eine Etage passen. Ihr wisst, wie es funktioniert natürlich. Ich spiele tatsächlich zum ersten Mal Jenga. Bevor eine neue Etage angefangen wird, muss die oberste Etage immer aus 3 Klötzen bestehen. Das ist ja klar.
Pro Zug dürft ihr nur einen Klotz herausziehen und obendrauf legen. Gespielt wird mit einer Hand. Ihr dürft die Hand aber jederzeit wechseln. Gleichzeitig berühren dürft ihr jedoch nicht. Also nur mit einer Hand berühren. Was auch wichtig ist, weil ich es gerade bei Patze sehe, ab jetzt berührt ihr den Tisch nicht mehr. Gar nichts mehr vom Tisch berühren. Nicht den Bauch, sonst was. Wenn ihr rangeht, dürft ihr natürlich machen, was ihr wollt. Aber sag mal. Okay. Ja. Klötze testen ist erlaubt. Solltet ihr dabei einen Klotz bewegen, müsst ihr ihn wieder zurückschieben, bevor ihr einen anderen Klotz berührt. Gewonnen hat der Spieler, dem es zuletzt gelingt, einen Klotz auf den Turm zu legen, ohne ihn zum Einsturz zu bringen. Der Startspieler wird wie immer durch die Karten ausgelost. Habt ihr noch Fragen? Kommt drauf an, ob er jetzt anfängt oder ich. Was möchtest du denn wissen? Das ist eine taktische Frage. Du kannst ihn oben auflegen, wo du willst, solange drei noch hinpassen, wenn das die Frage ist. Okay. Gut. Startspieler ist Kelly. Patze. Oh, ah. Patze ist Startspieler. Und das Spiel beginnt. Okay. Lass dir bitte nicht zu viel Zeit, sonst werde ich irgendwann nörgelig als Spielleiter hier und werde dir mehr Druck machen. Das sieht aber sehr gut aus. Eine Hand und ein Klötzchen ist heraus. Wenn du ihn oben anlegst, legst ihn so, dass der Schwerpunkt des Turmes schon einmal minimal auf die andere Seite gebracht wird. Kelly ist als nächstes dran. Testet den und nimmt ihn heraus. Der Turm ist noch einigermaßen stabil und es ist eine weitere Schwäche auf dieser Seite des Turmes. Deswegen legt Kelly, legt ihn mittig an oder außen? Außen, um ihn ein wenig zu stabilisieren. Wunderbar. Patze ist wieder dran mit dem nächsten Zug. Testet an, unten in der Mitte einen mittleren Block zu ziehen. Ist natürlich eine strategisch entscheidende Position dort. Denn wir können nicht mehr die Maximalanzahl an Etagen erreichen, die in diesem Spiel möglich ist. Er legt ihn mittig an. Die nächste Etage ist erreicht. Und Kelly ist am Zug. Eine Hand. Eine darf berühren. Das beide natürlich halten, wie du willst. Auch hier ein mittlerer Stein aus einer etwas gehobeneren Position des Turmes. Ja, gewackelt wird stark. Ja, sind ruhige Hände gefragt. Wir haben leider keine Pulsmesser hier dabei, aber ich glaube, bei beiden sind die Ruhepulse nicht mehr in dem Bereich, wie sie ursprünglich sind. Patz ist am Zug. Patz entscheidet sich, es unten zu versuchen, dort einen Freien zu finden. Der sieht relativ frei aus, den nimmt er auch direkt. Das war ein einfacher Zug und Kelly darf den nächsten Zug machen. Je weiter wir spielen, umso mehr Löcher bekommt dieser Turm und umso schwieriger wird es, auf einzelnen Klötzen das Gewicht zu balancieren. Bitte? Darf er den? Ja, natürlich. Oberste drei müssen voll sein? Habe ich nichts von gesagt. Nur die oberste Reihe darf nicht. Ach so, oberste. Also, ne? Okay. Entschuldigung. Darf er das? Das sieht sehr genau angelegt an aus. Und Patze sucht sich wieder einen mittleren aus, der sich recht einfach entfernen lässt. Und beginnt die nächste Etage oben. Kelly ist weiterhin am Zug, wenn der Turm stehen bleibt. Und das tut er. Noch gibt es einige Optionen, aber je weiter das Spiel voranschreitet, umso schwieriger wird es für die beiden, noch den richtigen zu finden. Patz versucht es jetzt an dem Fundament des Turmes, entscheidet sich dafür, es mittig herauszuziehen, sodass wir noch eine gute Standhaftigkeit haben unten. Ihn jetzt oben in der Mitte zu platzieren, ist natürlich eine Schwierigkeit, aber es lässt sich schieben. Und er räumt sogar auf. Das ist sehr löblich von dir. Patze. Kelly ist damit am Zug. Die Stimmung im Studio ist gebannt auf. Ich sollte, wenn jemand am Zug ist, vielleicht keine großen Witze reißen. Der ist noch nicht, legt ihn bitte noch genauer drauf. Der ist noch nicht genau auf der Seite. Dankeschön. Und damit ist Patze wieder am Zug. Es ist das Matchballspiel. Keine Witze. Es ist das Matchballspiel hier um den Titel des ultimativen Patrick
wurde mir gesagt, so heißt es, den kannst du noch dichter ranlegen oder er liegt etwas zu weit außen. Ich sehe hier einen Lichtschein. Ja, genau, das meinte ich. Und der nächste Zug von Kelly, es wird langsam schwieriger. Doch, wollte ich gerade sagen, welche zu finden, aber der da oben war noch relativ locker. Und der Turm wird höher und höher. Ich hoffe, wir kriegen es noch alles auf die Kameras rauf, aber ich sehe ein Nicken von Carina aus dem Off, dass alles gut aussieht. Und dieser wird herausgezogen. In diesem Moment fällt mir auf, ich würde euch bitten, einmal eure Gläser weiter zu entfernen von diesem Turm. Und der Turm hat jetzt deutlich mehr Wackeleien, je weiter ihr ihn oben aufbaut. Du kannst ihn noch oben besser platzieren, denke ich. Nee, es geht schon. Doch solltest du bitte, weil hier vorne auf dieser Seite ist er noch nicht weit genug am Rand. Jetzt kommt es darauf an. Ich gucke kurz. Er muss noch ein bisschen weiter in die Richtung und in die Richtung. Ja, so lasse ich es gelten. Von dieser Seite zumindest. Kelly muss sich jetzt einen aussuchen. Er hat nicht mehr viele Optionen. Es gibt einige, die noch einzeln stehen, wenn er sie rauszieht. Da unten einen herauszuziehen, macht den Turm extrem instabil. Wenn er es schafft, dann hat Patze eine Schwierigkeit vor sich. Das sieht sehr gut aus. Denn er muss aus dem oberen, instabileren Teil des Turmes auf meiner Seite noch ein bisschen mehr Richtung dort, Kelly. Mehr auf meiner Seite Richtung dort noch. Ja, das sieht gut aus. Sehr gut. Patze ist jetzt vor der Aufgabe, einen aus dem oberen Teil des Turmes zu nehmen. Der lässt sich einfach entfernen. Das Gewicht hat sich etwas verlagert, sodass dieser offensichtlich frei ist. Jetzt muss er ihn nur noch gut oben anlegen. Perfekt. Der Turm steht. Und es ist Kellys Zug. Je länger ihr spielt, umso mehr. Eine Hand. Ja, stimmt. Yes. Je länger ihr spielt, umso schwieriger wird es, weil es natürlich auch spannender wird. Und je mehr man investiert, umso mehr zittern die Hände. Aber das sah gut aus. Der sieht von hier gut aus. Rieke, was sagst du? Wunderbar. Dieser Zug zählt, der Turm steht. Patze testet einen mittleren an, der sich gut durchschieben lässt, offensichtlich. Jetzt muss er ihn nur noch gut oben anlegen, ohne dass der Turm zusammenbricht. Entscheidet sich für die mittlere Position. Es sind nicht mehr viele übrig. In der Mitte des Turmes gibt es noch einen kompletten 2x3-Etagen-Teil, den Kelly jetzt versucht zu starten und nimmt den mittleren. Nicht gleichzeitig, nicht gleichzeitig. Das war gut. Er wird platziert und die oberste Etage damit vervollständigt. Etwas weiter noch weg von Rieke, genau. Wunderbar. Unten wird es knapp. Vor allem unter der gefährlichen Position, die sich dort über Kreuz ergeben hat. Patze testet noch etwas, aber es sieht nicht gut aus. Deswegen geht er weiter oben wieder auf einen mittleren. Die mittleren haben natürlich den Vorteil, dass man sie durchschieben kann und sie durch die anderen Blöcke geführt werden. Er kommt auf der anderen Seite raus. Kann er sich weit genug rüberbeugen, um ihn dort herauszuziehen? Oder wird der Turm fallen? Das sieht gut aus. Er hat ihn in der Hand und kann eine neue Etage komplett frei beginnen. Wenn er sicher sein möchte, legt er ihn in die Mitte und Kelly ist am Zug. Es geht um den Titel des ultimativen Patricks, um den Druck noch einmal höher zu machen. Ihr habt 4 Spiele schon hinter euch gebracht. Ein Stein kann alles entscheiden. Es ist ein mittlerer Stein, den Kelly gewählt hat.
Wenn er ihn herauskriegt, wird der Turm stehen, denn es ist kein gewichtsverändernder Turm an dieser Stein an dieser Position. Er muss es nur herausbekommen, ohne dass er fällt. Und er ist herausbekommen. Jetzt muss er ihn nur noch anlegen, ohne dass der Turm kippt. Mission. Ich kann es bei euch nicht sehen, Rieke. Ist gut, ja? Mission erfüllt. Patze ist am Zug. Jetzt geht es an die Etagen, die ihr selber gebaut habt. Aber auch die werden euch irgendwann ausgehen, vor allem, wenn ihr die mittleren nehmt. Weil das bedeutet, dass ihr nur einen Stein pro Etage herausziehen werdet. Und die nächste Etage ist damit vervollständigt, wenn Patze ihn anlegt. Das gilt. Es kann zu einer Situation kommen, Kelly ist am Zug, es kann zu einer Situation kommen im Laufe des Spiels, wenn es keinen einfachen Zug mehr gibt, also keinen mittleren oder keine äußeren, dann ist trotzdem die Person dran, die normalerweise dran wäre. Es wird dann schwierig, noch einen herauszuziehen. Es gibt Techniken, die professionelle Spieler dieses Klötzchenspiels beherrschen. Eine Hand, Kelly, denk dran. Es ist ein mittlerer aus dem unteren Teil des Turms. Wir halten die Luft an. Ja. Easy. Und angelegt. Patze ist am Zug. In sich. Ja, er sucht nach dem Einfachen. Aber gibt es noch Einfache? Das ist die Frage in diesem Moment. Den mittleren, wenn du ihn nicht nimmst, musst du ihn zurückschieben. Ansonsten nimm ihn. In die Richtung geht es auch. Ein weiterer, der aus der Mitte gezogen wird. Es ist an dieser Seite einfacher, weil die Etage da drüber zum Teil geöffnet ist. Das heißt, wir müssen nur den mittleren überwinden. Do it! Der Stein ist frei. Wir haben jetzt nur noch im oberen Drittel des Turmes reguläre oder übliche Züge. Der Stein liegt, der Turm bleibt stehen und Kelly ist am Zug. Ich glaube, ich kipp gleich um. Nicht so viel in die Richtung atmen, bitte. Der ist getestet und der sieht leicht aus. Jetzt braucht er nur noch eine ruhige Hand beim Herausziehen. Einmal durchatmen vielleicht. Wenn der irgendwo festhängt. Oder wenn er ihn nicht fest genug hält. Der Turm ist stehen geblieben. Der Turm ist stehen geblieben. Der Schwerpunkt mag sich ein wenig verlagert haben. Die Etagen sind nicht mehr exakt übereinander, aber es geht weiter. Lege ihn so gerade und genau an, wie du vermagst, es zu tun. Ich sehe jetzt schon in dem YouTube-Player diesen Moment als Ausschlag, der öfter noch einmal angeschaut werden wird. Patze ist als nächstes am Zug. Wir nehmen in einem Studio auf, das eine Raum-in-Raum-Konstruktion beherbergt, sodass dieser Raum an sich noch einmal extra wackelt, je mehr man sich hier bewegt. Das heißt, alle in diesem Raum sind über die Maßen still und bewegen sich nicht. Weil du musst den
zwei Etagen tiefer noch einmal wieder etwas zurückschieben, weil du ihn angetestet hast. Welcher war das? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechste von oben, der dieser mittlere. Hier? Ja. Jawohl. Jetzt darfst du weitermachen. Kelly wartet nur auf den erlösenden Klang der fallenden Klötze. Schaut nicht mehr dorthin. Patze möchte den Titel unbedingt gewinnen. Wir halten gemeinsam die Luft an. Und der Stein ist raus. Er muss aber noch angelegt werden. So mittig wie möglich. Und der Turm steht. Es ist Kellys Zug. Ach, Scheiße. Weißt du, wenn es um nichts gehen würde. Den Namen zu verteidigen. Fuck. Der Unterbereich ist nicht mehr bespielbar. Es sind die oberen 6 oder 7 Etagen, die noch freie Steine beinhalten. Kelly wählt einen aus, den er in seine Richtung schiebt, den Patze vorher getestet hatte. Wenn er jetzt ein ruhiges Händchen behält, und der Stein ist frei. Jetzt ihn anzulegen auf die richtige Seite, ohne dass der Turm kippt, ist die große Herausforderung. Wir haben mehrere Stellen, wo der Turm kippen könnte. Er sieht, er ist noch nicht gut positioniert. Auch den mittleren musst du noch einmal retten. Der war vorher besser. Der mittlere. Rieke, was sagst du als Schiedsrichterin? Von mir aus sieht es auch gut aus. Patze ist am Zug. Die Topcan sagt vielleicht was anderes, aber... Darf ich den nehmen? Darfst diesen in der Mitte quasi, also nicht die da, sondern da? Das darfst du tun. Ach, lass mal. Nö. Wir sind jetzt im Endspiel angekommen. Entschuldigung, ich muss kommentieren, es tut mir leid. Ich muss nicht mehr schieben, ich zitter so, dass er automatisch wie so ein kleines Hämmerchen ist. Mir kommen da Erinnerungen hoch. Nee, ich sage es nicht. Wir kommen da Erinnerungen hoch an den Super Toy Club und die letzte Mission mit dem Eisblock. Stetig nähert sich das Eichhörnchen mit kleinen Schritten. Aber der Schwerpunkt des Turms hat sich so weit nach oben verlagert. Dass die kleinste Bewegung ihn zum Fallen bringen könnte. Ich glaube nicht, dass dieser Stein ein tragender Stein ist. Sollte er ihn herausbekommen, bleibt der Turm stehen. Er muss jedoch noch angelegt werden. Und der Turm steht. Der wackelige Turm von Nogovius, durch Medrasch leicht verschoben. Kelly ist am Zug.
Es ist ein Stein weit oben. Je mehr er ihn rausschiebt, umso mehr verlagert sich auch der Schwerpunkt in die Richtung. Und der Stein ist draußen. Da korrigiert er noch einmal nach. Okay. auf Rikes Seite noch mehr zu mir. Sieht für mich auch in Ordnung aus. Patze ist im Zug. Wie ich bereits vorgeführt 54 Minuten schon gesagt habe, ist bald vorbei mit den regulären Spielzügen. Der war einfach herauszuziehen. Wir würden applaudieren, wenn das nicht die Struktur des Turmes gefährden würde. Aber wir können vielleicht einmal einblenden, einspielen, einen Applaus in diesem Moment. Und der Turm steht. Kelly ist am Zug. Ich habe es vorhin bereits schon erwähnt. Eigentlich ein bisschen weiter nach links. Dann musst du ihn nicht berühren. Was die Schiedsrichter sagen? Ich finde es okay in der Mitte. Ja. Ich finde, das ist das Problem von außen. Was die Schiedsrichter sagen? Ah, okay. Na gut. Wie bereits erwähnt, je mehr aus der Mitte genommen werden, umso weniger werden herausgenommen, umso weniger Etagen nach oben kann es geben. Das ist ein sehr gefährlicher, den er versucht. Wenn du ihn bewegt hast, musst du ihn wieder zurücknehmen oder ihn starten. Er ist raus. Ich hatte Angst vor dem Rebound des Turmes beim Herausziehen, aber es hat funktioniert. Er muss jetzt nur noch aufliegen. In die Richtung ist der Turm einigermaßen stabil tatsächlich, mehr als in die andere Achse. Sieht von mir gut aus. Obwohl, na, er muss ein bisschen mehr zu dir leider, auf der Ecke. Ja. Und nur minimal. Ja, perfekt. Patze ist am Zug. Man denkt bei jedem Zug, der andere kann keinen mehr finden und dann findet er doch noch einen. Eine Technik, die wir heute eher selten gesehen haben. Der letzte Zug wird entscheiden. Stellt sie wirklich? Okay, er stellt ihn wieder zurück. Ich hätte erwartet, dass er in die Richtung stabiler ist, der Turm, und er sich dort herausziehen lässt. Aber es war Patze zu gefährlich. Er hat ihn wieder komplett hineingeschoben und sucht sich einen neuen aus. Oder nochmal den gleichen. Wer weiß, was in seinem Kopf vorgeht. Steht so viel auf dem Spiel. Er nimmt die penultimative Etage. Ja, die oberste Etage ist komplett. Ich sehe ihn nicht mehr. Jetzt wird es in die andere Richtung geschoben. Es ist möglich, es ist erlaubt. Der Turm ist nur extrem instabil und dadurch ist es gefährlich, ihn hier rauszubekommen. Und die oberste Etage muss natürlich auch intakt bleiben. Der Stein ist raus.
Es wird eine neue Etage begonnen. Warum es hier mehr noch dauert? Noch mehr. Ja, so lassen wir es. Der Stein ist korrekt platziert. Der Turm steht. Kelly ist am Zug. Es gibt zwei reguläre oder zwei offensichtliche, die man noch nehmen könnte. Danach werden die Spielzüge extrem rar. Wenn ihr mittig nehmt, ihr könnt natürlich auch äußere nehmen, dann gibt es noch mehrere, die möglich sind. Eine Hand darf gleichzeitig berühren. Du kannst auch einen äußeren davon nehmen, du musst nicht den mittleren nehmen. Patzer hatte vorhin einen fast raus, glaube ich. Ja, genau, nimm den. Eine Hand. Stopp, Scheiße. Lässt die andere. Es gibt eine Achse, auf die sich der Turm dreht. Dreht sich weiter. Du musst ihn leider zurückdrehen. Den Turm? Ja. Ja. Und aufgelegt. Das habe ich als Regelleiter entschieden gerade, weil das wirklich eine deutlich unfaire Position ist, die du dadurch erschaffst. Ist okay, wenn du mir den noch so ein bisschen, also ein bisschen, weil sonst muss ich den wegschieben, um da reinzukommen. Ein bisschen so. Also nach links oder wie? Ja, so ein bisschen im Uhrzeigersinn. Oh? Ah, das konnte ja, ich für mich sehen. Danke. Das ist der Sportsgeist der beiden, selbst in diesen Momenten helfen sie sich noch gegenseitig aus. Das Publikum rastet aus in diesen Momenten. Jetzt darfst du. Der sieht leicht aus und er ist raus. Lege ihn mittig an. Dadurch ergibt sich eine neue Etage und eine neue Möglichkeit. Das Video wird einfach 2 Stunden Jenga sein. Da musst du noch deutlich korrigieren, aber du siehst es selber. Ja, von mir ist es okay. Ich sehe Nicken von den Linienrichtern. Der Turm steht, Kelly ist am Zug. Pro Etage entweder die äußeren oder den mittleren zu nehmen, ist auch ein mathematisches Spiel, um dem Gegenspieler eben dazu zu bringen, am Ende keinen mehr überzuhaben. Eine Hand. Ah ja, stimmt. Eine Hand ist nur erlaubt. Das sieht recht fest aus dort oben. Der ganze Turm wackelt, wenn man diesen Stein nur anstößt. Anguckt. Boah, verdammt. Ich merke, wir können die Spannung in der Luft schneiden. Hier in dem Studio der Dice Actors. Schaut auf dem Kanal vorbei. Da bewegt sich einiges. Aber Kelly ist entschlossen, den zu nehmen. Ist das der Stein um den Titel? Ich
traue mich nicht, etwas zu sagen. Es könnte jeden Moment etwas passieren. Ich kann auch nicht erkennen, ob er Fortschritte macht. Doch, sieht gut aus. Auf einer Seite ist er frei. Hängt sehr fest. Aber er arbeitet sich vor. Und ich glaube, der Stein ist frei. Der Stein ist frei. Nächste Hürde ist das Anlegen. Hier sieht's gut aus. Sieht gut aus. Der Turm steht und Patze ist am Zug. Soll ich ihn eigentlich wieder ein bisschen richtig drehen? Bei mir sah er gut aus. Bei dir auch? Lass es lieber. Ja, lass es. Das ist zu spannend. Du machst es dir nur selbst damit kaputt. Mach doch. Wir haben 29 abgeschlossene Etagen. Die 30. Das ist okay. Die 30. ist aktuell im Begriff gebaut zu werden. Da ist ein engerer Blick notwendig. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, es sind maximal 36 Etagen möglich in diesem Spiel. Wir nähern uns also der Maximalgrenze. Der Stein ist raus. Es ergeben sich, wie gesagt, weitere Möglichkeiten, je höher der Turm wird, aber sie werden auch weniger. Bei mir gut? Bei dir nicht? Okay. Bei mir super. Da wird gedoktort oben an der obersten Etage. Ein Daumen hoch von der Linienrichterin. Der Turm steht weiterhin und Kelly ist am Zug. Die 36 Etagen sind, wie gesagt, nicht mehr möglich, da wir Etagen haben, die auch zwei Klötzchen beinhalten. Aber die beiden holen hier schon das Maximal. Eine Hand, naja. Maximal mögliche heraus. Da hat sich ein leichter Stein ergeben für Kelly. Ja, so lassen. Bei mir gut, bei dir auch. Der Stein steht. Eine neue spielbare Etage ist dazugekommen, aber das macht es für Patze nicht einfacher. Denn so wie ich das von meiner Position aus beurteilen kann, gibt es nur noch einen weiteren Stein, der regulär spielbar ist und die vorletzte Etage. Die ich nutzen darf? Ja. Diese Achse, in die der Turm gerade wackelt, habe ich vorhin noch als stabil bezeichnet. Das hat sich inzwischen geändert, da der Turm natürlich auch deutlich kopflastiger wird, je länger wir spielen.
Der Hämmerer arbeitet sich vor. Die Struktur unter dieser Etage, die Patze gerade zieht, ist natürlich geschwächt. Der wird bald frei sein, dadurch, dass immer drin ein Klötzchen fehlt. Und der Stein ist raus. Dadurch ist jetzt wirklich nur noch ein einziger regulärer Stein spielbar, den Kelly nehmen muss. Oder er versucht alternative Spielmethoden. Sollte Kelly diesen herausziehen, hat Patze keinen mehr, der regulär spielbar ist. Er muss ihn zumindest testen und schauen, ob er ihn nehmen kann. Davon hängt es jetzt ab. Es geht um 1 Million Euro, die ihr wieder zurückzahlen musst, wenn ihr den Titel annehmt. Wenn ihr nicht annehmt, auch. Der Stein sitzt sehr fest, den er nehmen muss. Aber er hat es vorhin schon einmal geschafft, einen in dieser Position zu nehmen. Und der Stein ist draußen. Das könnte eine schwierige Situation werden für Patze. Die Steine liegen richtig, der Turm steht. Damit hat Kelly Patze in diesem Moment Schach gesetzt. Ob es matt ist, sehen wir, wenn Patze nichts mehr einfällt. Welche Möglichkeiten habe ich jetzt? Du musst einen Stein entfernen, ohne dass der Turm umkippt. Ja. Und nicht aus der obersten Etage und nicht aus der davor, weil die oberste noch nicht zu Ende gestellt ist. Das bedeutet, wenn dadurch aber die Steine verschoben werden, du kannst mir sagen, was du vorhast, denn deine Technik wird dann offenbart. Da kannst du es mir auch sagen. Naja, die einzige Möglichkeit, die ich jetzt noch sehe, ist, dass ich durch geschicktes Verschieben des Turmes dafür sorge, dass am Ende an einer Stelle, an der 2 Steine sind, nur noch einer steht und das hält. Wenn du das mit einer Hand hinbekommst, erlaube ich das. Aber dafür darf ich dafür 2 Steine bewegen? Insgesamt? Die Regeln besagen, du ziehst abwechselnd, ihr zieht abwechselnd einen Klotz aus dem Turm. Ja. Pro Zug dürft ihr nur einen Klotz herausziehen und oben drauf legen. Ja. Ich wollte auch nicht 2 rausziehen. Mhm. Was auch ist, was dich vielleicht daran stört. Solltest du einen Klotz bewegen, musst du ihn wieder zurückschieben, bevor du einen anderen Klotz berührst. Genau. Das heißt, du kannst, wenn du einen bewegst, darfst du keinen anderen bewegen, bevor der nicht wieder in der Ursprungsposition ist. Wenn du das hinbekommst, nur einen zu bewegen und dabei den Turm zu... so zu schieben, dass er dann noch stehen bleibt. Aber du darfst nicht erst einen bewegen, dann einen anderen verrücken, dann den ersten wieder nehmen. Das geht nicht. Das muss in einer Bewegung quasi passieren.
Der ist erstaunlich leicht. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel den hier so benutze. Also du willst sie zusammenschieben, nehme ich an, ja? Also dass ich den oder hier rüberschiebe. Ja. Also wenn du einen rüberschiebst, ja, dann willst du diesen ziehen. Du willst den anderen ziehen. Wenn ich den hier bewege und damit den Turm so verschiebe, dass ich der Schwerpunkt... Ja, ich kann sonst noch Karate. Das ist die andere Möglichkeit. Die hätte ich vorgeschlagen. Tischdecke. Aber dann wäre er ja nicht mehr in der ursprünglichen Position. Wenn er nur einen davon bewegt und der Turm dann so sagt. Niemals klappt das. Ja, so. Ja. Das geht. Ich habe schon gesehen, dass das geht. Ist besser, wenn es nur der unterste ist, aber kannst auch unten zwei raus. Nee, kannst du nicht. Darfst du nicht. Ich habe aber, also abgesehen von Karate Kid habe ich jetzt keine Möglichkeiten eigentlich regulär mehr. Nee, tatsächlich nicht. Weil das, was ich sagte, widerspricht den Regeln, wie wir gerade in der Diskussion festgestellt haben. Du darfst nur einen entfernen, die anderen müssen an der Ursprungsposition bleiben oder zurückgebracht werden. Ja. Ach, hier ist ja noch einer. Du musst einen Zug machen, das ist dir nicht bewusst. Nee. Ja, was er testet. Ich weiß noch nicht, was sein Plan ist. Alles nur Fake. Was würdest denn du jetzt nehmen? Ich würde tatsächlich einen Tischdecke vom Tisch ziehen Trick versuchen. Mhm. Danke. Wo ist die Frage? Es kommt eigentlich nur. Es kommen nur zwei. Ich glaube, da ist es noch am sichersten tatsächlich. Es kommen wirklich nur zwei. Das ist schwierig. Zwei in Frage, drei in Frage, wo man es machen könnte. Ah ja. Ja. Die Frage ist, ist das Gewicht, was von oben kommt, entscheidend da? Oder abwägen, ja. Oder die Stabilität unten? Niemals ist zu viel Gewicht drauf. Ich mache euch doch nur Angst. Also wenn mit Schmack ist, ne? Ja, das ist das Ding. Das muss, wenn, dann muss es schnell passieren. Boah, erstmal einen Griff. Wenn Patze es schaffen sollte, dann ist Kelly in der unmöglichen Position. Nee, weil dann ein neuer Stockwerk ist. Stimmt. Es ergibt sich auch ein neues Stockwerk. Das Gebacke ist groß. Mit dem mühsamen Eichhörnchen wird er hier nicht weit kommen. Hilfsmittel kriege ich nicht, ne? Welche Mittel? Ein Hilfsmittel? Nein. Schmiede. No way.
Oh, sorry. Darf auch nur eine Hand, auch in dieser Situation, nur eine Hand benutzen. Das ist korrekt. Und es ist etwas gefallen. Damit haben wir den ultimativen Patrick. Ich möchte aber dazu sagen, dass eigentlich nur das Glück entschieden hat, dass ich als Zweiter angefangen habe. Sonst wäre ich jetzt in der Situation gewesen. Ja, hätte ich an anderen Stellen genau, nicht die Mitte genommen. Es ist ja die Frage, ob du die Mitte nimmst oder ob du außen genommen werden und dann verschiebt sich das wieder. Trotzdem bitte auch einen Applaus Schweizer für meinen Herausforderer. So, nachdem wir das Diplomatische hinter uns haben, ich bin der echte Patrick! Ja, damit ist es geschehen. Wir haben ihn gekürt. Wie lange er diesen Titel hat und ob er ihn wieder verteidigen muss, das wird sich zeigen. Wenn ihr das möchtet, dann schreibt uns das gerne in die Kommentare. Vielleicht habt ihr auch ein paar Vorschläge für Spiele, die die beiden machen sollen, wenn es einmal wieder dazu kommen sollte. Aber für diese Amtszeit ist Kelly jetzt erstmal der ultimative Patrick. Schaut vorbei auf unserem Dice Actors Kanal. Wir spielen ansonsten, wie gesagt, Tischrollenspiele. Das habe ich in diesem ganzen Kram schon fast vergessen. Damit werden wir als nächstes hoffentlich bald wieder weitermachen. Und wir sehen euch dann wieder. Macht's gut! Der ultimative Patrick!